So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß 2 Randomizer. Ja, was haben wir in den letzten Parts gemacht? Naja, ist ein bisschen nicht so fresh wie sonst, weil wir haben eigentlich ziemlich viel bloß rumgegammelt und Kämpfe erledigt. Aber das soll uns doch gar nicht stören, da wir jetzt endlich mit einem neuen Part anfangen. Ja, ihr merkt's, gute Laune, ich bin richtig fresh drauf, ne? Mit meiner freshen Stimme, ne? So fresh, ne? Okay, was machen wir in diesem Part eigentlich jetzt? Den 40er, den haben wir, glaube ich, schon besiegt, ne? Do you want to talk with me? Ach, dieser Palast, ja, okay, schön für dich. Da kommen mir auch die Tränen, wenn dieser Palast verschwindet. Das ist mein Lieblingspalast und was kommt? Ach, ich kann es ja eh nicht fangen. Da habe ich mir schon so Hoffnungen gemacht. Ach, du schon wieder. Hab mir erstmal einen Schlüssel aus der Pulle gegönnt, Leute. Und ich merke gerade, dass die Aufnahme nicht so fresh verläuft, Leute. Deswegen mache ich immer mal kurz eine Pause und dann. Oh, in Vollspeed kommen die ja mal richtig durch. Oh Gott, ich merke gerade, dass wir gar nicht mehr so viele KP haben. Deswegen. Ups, was ist jetzt los? Hä? Ich konnte gerade meinen Controller nicht bewegen. Minora! Warum? Bitte kann ich flüchten. Ja, ich bin entkommen, aber. Minora, du bist tot. Warum nur? Naja, egal. Schau mal, dass wir erstmal hier weiterkommen, ne? Hier gibt's anscheinend nichts Neues und willst du vielleicht meine. Hä? Also irgendwie buggt gerade mein Controller rum. Habt ihr vielleicht gerade gesehen? Ich bin. Was ist denn jetzt los? Leute, mein Controller ist gerade voll nicht so fresh drauf. Oh, warum gehe ich eigentlich überhaupt raus, wenn ich Akrom. Ich denke mal, dass Akrom was da drin sein wird, aber. Minora ist tot. Egal, dann trainieren wir unser freshest Charmaine oder wie auch immer das heißt. Aber das hat. Also Susi natürlich. Hat aber nur noch die Hälfte der KP, deswegen will ich jetzt hier nicht unnötig viel rumkämpfen und. Ey. Leute, ich mach mal kurz Pause bei Controller. Geht ja gar nicht. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Jetzt habe ich auch gerade das Problem gesehen. Ich habe anscheinend in der letzten Aufnahme irgendwas umgestellt oder irgendwas. Irgendwas ist halt nicht so richtig fresh verlaufen, wie es sein sollte. Und deswegen, naja, müssten wir den Controller umstellen. Und ich sehe gerade das in der Aufnahme. Da oben rechts hat sich irgendwas so komisch abgespiegelt, aber ich glaube, damit könnt ihr doch leben, oder? Oder? Wenn ich. Ach, was ist denn da? Seht ihr das auch da oben, Leute? Genau über Flapterix, ne? Wenn ihr ein bisschen nach oben geht, ist so ein braun-schwarzer Streifen. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, da extra eine neue Aufnahme zu machen. Na, egal. Jetzt wollen wir natürlich mal hier runter. Natürlich schön ruhig gehen und schauen, ob wir irgendwas Besonderes da unten finden. Und eine Trainerin, die gegen uns kämpfen will. Was sagst du denn so Schönes? Ich brauche hier nur zu stehen und schon erfüllt mich eine seltsame Macht. Okay, da weiß ich ja Bescheid. Schauen wir mal, was die Gute hat. Und du hast ein wunderbares. Oh, du hast. Nein, du hast ein Pokémon. Ich dachte schon, sie hat zwei Pokémon. Eins Wirfinst. Interessant, aber da wir noch die Gute finden. Och, ist es. Achso, ich dachte schon, es wird Club. Okay, Zwiffens hält natürlich weniger aus. Das ist dann natürlich gut für uns und Eddie. Jetzt muss ich hier mal einen Sound für mich ein bisschen leiser drehen, sonst dröhnen hier mir noch die Ohren kaputt. Erzwinger vom Zwiffens, sag mal dir Bescheid, aber ich glaube nicht, dass deine Finte überlebt, oder? Überlebst du eine? Ich weiß ja nicht, sie ist jetzt nicht Step, also er überlebt die. Oh, ganz knapp. Es war auch noch ein Volltreffer, okay. Und er hat nichts gegen uns, deswegen muss er wohl Gesichter einsetzen. Naja, die nächste Finte nimmt ihn aufgrund irgendwas halt raus. Ja, Leute, was gibt's eigentlich noch so zu erwähnen? Eigentlich ziemlich coole Resonanz auf den ersten Wi-Fi-Battle. Hätte ich jetzt auch noch nicht so ganz so krass erwartet, aber ihr schreibt keine Kommentare. Na, Scherze, aber es ist nicht so fresh, dass ihr keine Kommentare schreibt. Normalerweise wollte ich da schon Kritik haben, aber vielleicht ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass alles perfekt ist, was ich jetzt nicht glaube. Deswegen wäre es echt cool, wenn ihr Kommentare schreibt. Der zweite Wi-Fi-Kampf habe ich schon gekämpft, also der ist bereits im Kasten. Ich musste nur noch abfilmen, kommentieren und so weiter. Der wird dann. Och, Mann, da. Wieso bin ich jetzt gelaufen? Na egal, währenddessen kann ich ja reden. Ja, der zweite ist im Kasten, also auf dem DS ist er auf jeden Fall im Kasten. Jetzt muss ich noch abfilmen, kommentieren. Das werde ich wahrscheinlich morgen machen. Dann kommt er vielleicht schon morgen oder wird schwer, ob er morgen kommt. Vielleicht kommt er auch erst am Freitag. Muss ich schauen. Also morgen oder Freitag wird er höchstwahrscheinlich kommen. Da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Das war ein richtig cooler, fresher Kampf. Irgendwie ist fresh mein Lieblingswort geworden, weil ich so fresh bin und
Boah, ich hab Durst. Ah. Irgendwie merke ich, dass die letzten Part-Pokémon gar nicht mal so cool waren, da ich eigentlich noch nichts konstruktiv Großes erreicht habe. Naja. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Einen Moment, Leute. Da bin ich wieder, Leute. Jetzt habe ich mal euch diesen komischen braun-schwarzen Streifen da entfernt. Wahrscheinlich hat er euch nicht so fresh gefallen. Oh Gott, wieso sage ich so oft fresh, Leute? Puh. Okay, den Weg zur guten Heilerin werde ich alleine antreten. Bis gleich. Wisst ihr, was mir gerade so eingefallen ist? Bist du arbeitslos? Ich weiß ja nicht. Alle Menschen, die hier einfach in der Wüste rumstehen, müssen die eigentlich nicht arbeiten. Die stehen ja hier 24/7 rum und ich weiß ja nicht, wie euer Chef darauf reagieren wird. Falls ihr überhaupt einen habt. Naja, ich bezweifle es. Jetzt haben wir jedenfalls folgereich der Pokémon Minoras gestorben. Okay. Sorry für den Räuspern, Leute. Ich bin noch leicht angeschlagen. AIDS. Nein, nicht wirklich. So, Fahrrad. Itemradar. Das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt, ob hier irgendwas rumliegt. Ne, liegt nichts rum, aber das Itemradar können wir offen lassen. Vielleicht haben wir Glück. Den Doppelkampf habe ich ja schon gemacht. Genau. Okay, anders komme ich auch nicht dran vorbei. Und hier wollte ich eigentlich nicht runter. Na los. Ich will endlich gegen Akromas kämpfen. Das steht schon seit 2 oder 3 Folgen in der Beschreibung, dass wir im nächsten wieder auf unserer Suche nach Akromas. Jetzt will ich auch langsam mal besiegen. Habe ich dich schon gekillt? Beziehungsweise besiegt, nicht gekillt. Das wäre jetzt naja, ein bisschen übertrieben. So, schauen wir mal hier. Tipps für Trainer, bla bla bla. Ach ja. Unsere Weisheit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, was sagst du so Schönes? Ach, gegen dich habe ich anscheinend auch schon gekämpft. Und, boah, seht ihr den Sandsturm? Ziemlich stark. Und. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr. Und hier ist so eine Art. Oh, was das wohl sein wird? Oh, hört ihr die frische Musik? Dubstep, Dubstep, Dubstep. Nein, nicht wirklich. Einklangpassage, eine lebendige Passage am Puls der Zeit. Okay. Oh, was mache ich nur? Ich kann es doch niemals alleine bewältigen. Oh. Hey, du da! Ja, was willst du von mir? Willkommen in der Einklangpassage. Naja, wie du sehen kannst, ist hier momentan nichts los, aber bisher ist das ja also nichts weiter als eine normale Straße. Wupswupp, hab ich nur meine Manieren. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Sehr erfreut, ich bin der Besitzer der Einklangpassage. Mein Traum ist es, auf der ganzen Welt lebendige Städte zu errichten, die nur so vor Geschäftigkeit sprühen. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich niemand habe, der diese Passage für mich verwaltet. Punkt, Punkt, Punkt. Moment mal, ich habe die Idee. Du bist doch ein Trainer und kommst viel herum. Ja. Jemand wie dir, der auf seinen Reisen vielen Menschen begegnen könnte, ich diese Aufgabe wohl gut anvertrauen. Ich weiß ja nicht, wie das mit der Gewerbegesetzlage so eintrifft, aber mein guter Junge, ich bin vielleicht frische 12 Jahre alt und du willst mir die Verantwortung für so eine Einkaufspassage geben. Von mir aus. Na, was sagst du, würdest du es nicht gerne mal versuchen wollen? Ja, von mir aus. Also erstmal werde ich alle deine Mitarbeiter vergewaltigen, dann werde ich sie alle entlassen und ja. Ja, das, was jeder Boss macht. Also gut, dann sag mir doch mal, was du so für ein Mensch bist. Hast du irgendeinen Lieblingsspruch, der dich charakterisiert und dem du am liebsten in die Welt hinausrufen würdest? Vorsicht, die Worte, die du gleich eingeben wirst, können über die Tratnutzfunktion von anderen. Ja, schön für dich. Okay, meine Nachricht. Was wird meine Nachricht sein? Wo ist die? Boah, da unten ist lang, ich werde das mal kurz hier schneller machen. Wo sind die Leerzeichen? Hier ist Leerzeichen. Hier, ich. Da hört ihr wahrscheinlich schon das Klackern im Hintergrund. Bin. Oh, ich hoffe. Nein, ich. Fresh. Okay, ach nein, das passt nicht rein. Da muss ich hier das Leerzeichen. Ach, egal, ich nenne mich einfach. Mein Ausdruck wird einfach sein. Okay. So. Ach, ich muss irgendwas eingeben, dann sage ich einfach mal. Fresh. Irgendwie ist das mein neues Lieblingswort. Muss ich gleich mal irgendwo überall reinpacken. Übrigens, meine Dudes. Ich hab mit einem ganz coolen Typen.
bisschen Minecraft aufgenommen. Also so ein cooles Projekt, das kann ich euch mal vorstellen, wenn ich es jetzt auch auf meinen Kanal hochladen werde, weil dann kommt hier auch ein bisschen Minecraft. Hä? Ich hab doch gerade was gesagt. Ach, jetzt habe ich keine Lust mehr hier. Hier ein A. Egal. Ihr wisst ja, dass es Fresh bedeutet. Muss ich mal hier auf Ja drücken. So. So. Okay, Leute. Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich habe Minecraft aufgenommen. Da kommt hier vielleicht auch mal ein bisschen Content auf den Kanal. War auch ganz lustig mit so einem Typen. Haben ein cooles Projekt gestartet. Das erkläre ich euch alles mal. Und bis dahin gibt's ja hier wunderschöne Pokémon und Wi-Fi Battle Parts. Da sind meine Kinderarbeiter, die mir zur Seite stehen. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Wie sollen wir dich denn ansprechen? Nennt mich Fresh sein. Nein, fresher Typ oder so. So, hier. Fresh Chef! Ich hatte den perfekten Namen! Ich bin der Fresh. Fresh Chef. Das reimt sich sogar so irgendwie so ganz komisch. Fresh. Chef. Wo ist denn dieses F? Da. So. Ich bin der Fresh Chef, Leute. Habt ihr gehört? Fresh Chef. Yo. Ich bin der Fresh Chef. Ich bin der Herzte in diesem Geschäft. Ich zähle das Money. Oh. Okay. Ich kann nicht rappen, aber Itemradar kann ich. Oh nee, ich wollte ihn ja eigentlich eher aktivieren, da ich dachte, er ist deaktiviert. So, dann haben wir das ja auch mal erledigt und können doch gleich mal weiter. Oh, hier ist eine perfekte Rille, wo ich fahren kann. Und jetzt wackelt schon wieder der scheiß Controller. Weiß nicht, der ist nicht fresh genug, ihr wisst Bescheid. Oh, wir sind Rayono City, Leute. Oh, Itemradar. Ups. Fahrrad. Was sagst du denn so Schönes? Ich versuche im Vorbeigehen möglichst vielen Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass viele neue Geschäfte in der Einklang-Phase entstehen. Okay. Oh, Leute, was sehen wir denn da so Schönes? Da ist doch unsere gute, frische Partnerin. Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn kann dort kann man nach Herzenslust Pokémon-Kämpfer austragen. Also, und ich, dort meine Kräfte messen wollte, waren doch da tatsächlich auch einmal die Metromeister. Ist das nicht der Wahnsinn, dass sie die stärksten Trainer der gesamten Weichenstation? Und das Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 gebereit. So eine Gelegenheit bietet sich nicht auf. Triffst du mit mir zusammen gegen sie an, bitte? Nein. Ja, ich bin noch nicht bereit, Leute. Okay, da du keine anderen Freunde außer mich hast und sind meine Pokémon geheilt, ach, dann kämpfe ich doch mit dir. Dann werde ich mich mal erbarmen. Ja, ich bin zu allem bereit. Ich bin bereit. Dann unser schlagkräftiges Duo muss auch noch ein bisschen seine. In diesem Sinne, auf in den Kampf gegen die Retromeister. Okay, geht's dann mal los? Ich warte. Ah, hier ist er. An einen Ort wie diesen Pokémon-Käfer mag außergewöhnlich sein, aber wie es mir scheint, will es das Schicksal eben so. Immerhin eröffnet sich eine ganz neue Perspektive und man lernt dabei auch noch was. Also Herr, wenn du noch etwas hinzuzufügen hast, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Hör. Ach so, stimmt, ich heiße ja hin und her. Betriebsregel beachten. Alles sicher durch den Verkehr bringen. Das Ziel ist der Sieg. Wir starten jetzt durch. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. Na, du fresher Kerl, willst du endlich gegen mich kämpfen? Okay, die sehen ja mal richtig hipstermäßig aus. Haben richtig schön Swag und so. Gek-Arbor schickt der eine in den Kampf, das werden doch mit dem Ach und Dotri. Solange das Dotri, was ich jetzt leider denke, Verfolgung hat. Aber unser Gek-Arbor können wir schön mit dem Funkenflug ausschalten. Und 26! 26, das ist doch respektabel. Da überlege ich mir. Ja, nee, Celebi, auch Peter Pan. Du warst so ein starkes Pokémon. Aber ich musste dich einfach wegtun und wehe, du machst jetzt Surfer, Weilord. Wehe. Da kommt ein Surfer. Dann ist aber Schicht im Gelände oder wie das heißt. Oder Ende im Gelände. Dann ist Ende im Gelände. Ja, es war ja so klar. Es war so klar. Ja, und zwei können Verfolgung. Beide können Verfolgung. Los, Susi. Ich brauche was zum Streicheln. Ich bin so traurig. Mann, beide können Verfolgung, ne? Das Dotri habe ich ja gesagt, okay, Verfolgung. Aber die haben einfach immer Gas gegen mich.
Kratzfurie auf. Wer ist ein geschwächt Gekka-Boar hier? Oh, das kommt. Aufruhr. Au, Alter, was ein Damage. Und er wehrt die Attacke ab. Na toll. Beide können Verfolgung. Der eine trifft nicht. Mit der Kratzfurie hätte ich... Na, ich weiß nicht, ob ich Gekka-Boar ausgeschaltet hätte, aber... Auf jeden Fall... Schaden zugefügt. Jetzt werden wir mal mit Windschnitt machen. Ah, und auf einmal outspeedest du sie. Oh. Mann, Leute, das regt mich auf. Da will man seinen unterlevelten Pokémon mal ein bisschen leveln. Und was passiert? Sie werden einfach getötet. Naja, ein Volltreffer. Na okay, der hat es jetzt auch nicht rausgeholt, aber... Jetzt ist meine frische Stimmung kaputt, das ist nicht cool. Und wir sind kurz vor Level 26, das passt doch. Bravo, damit hast du demonstriert, ja. Wie viel redest du denn? Ja, du redest mir zu viel. Was sagt der gute Herr? Hin, ja. Ja, ich bin atemberaubend. Und ich... Oh, 5200, okay, das entschädigt natürlich für alles, so viel Geld. Und dann können wir auch bald meinen Einkauf... Einkaufsretour, sage ich jetzt mal, starten und jetzt habe ich keine Lust mehr, hier euch zuzuhören. Na los. Ja. Hochinteressant. Wir sollen irgendwann mal wieder einsteigen. Das weiß ich doch. Und was sagst du, Gute? Die sollte Lyra. Ich glaube, die heißt Lyra, oder? Wie heißt du denn? Puh, die sind aber stark. Sie sind nicht schon. Aber ich möchte auf jeden Fall trainieren und irgendwann einmal gegen sie kämpfen. Dann auch das ohne sie. Tschau. Und wir kriegen... Was kriegen wir? Die Kampfhammer! Yeah! Wir können Pokémon... Schwarz und Weiß Wi-Fi-Kämpfer aufnehmen. Yeah! Nein, Scherz. Ich weiß ja gar nicht, ob da noch Leute spielen. Ist mir gar nicht bewusst. Naja. Das war's auch mit dem Part, Leute. Ich bedanke mich wie immer für euer freshes Zuschauen. Checkt auf jeden Fall Wi-Fi-Kämpfer ab. Bald auch Minecraft. Und ansonsten kann ich dazu nur zu sagen... bleibt fresh, keine Ahnung. Schreibt Hashtag Penissohn in die Kommentare. Ah, ne, das dürft ihr ja nicht. Schreibt Hashtag Marmelade Brot XY in die Kommentare. Naja, egal, irgendwas, was ihr wollt. Ciao! Ach, einige. Ciao ist doch nicht gesittete Begrüßung. Auf Wiedersehen, meine werten Zuschauer. Ich hoffe, ihr beerbt mich nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen.